das große Narrativ zu rekonstruieren. Das ist natürlich die Frage, die sich immer stellt, weil man, wenn man den Atlas als Ganzes betrachtet. Da habe ich einen gewissen Ansatz, eine gewisse Idee, wie ich das lesen würde. Und die geht letztlich auf Warburg selbst zurück, indem man natürlich das alles immer etwas simplifiziert, aber indem man sich einfach an den Begriff Nachleben der Antike hält. Und dazu muss man verstehen, das hatte ich auch schon mal kurz angedeutet, dass der Antikenbegriff recht global bei Warburg ist. Das heißt, wenn man die 500 Jahre nimmt, ist es so, dass Europa natürlich immer nach der heidnischen Antike suchte und natürlich außerhalb von Europa, weil Europa war nicht eurozentrisch, sondern das Zentrum lag in der Antike, die war untergegangen, und in Jerusalem. Das eine wurde dann zum Orient und dann später zum Orientalismus. Das andere ist das römische und dann griechische Antike. Man muss auf die Griechen dann zurückgehen, und die Griechen sind dann die dionysischen bzw. auch ekstatischen Kulte, die die Römer nicht hatten. Der erste Bogen, gewissermaßen die Rückführung der antiken Götter nach Italien, oft gezeichnet hat, setzt Warburg jetzt mit einem zweiten Bogen an, von Tafel 30 bis Tafel 39, mit den beiden berühmten Bildern von Botticelli, Geburt der Venus und Primavera. Die Spannung, die in diesem Bogen durchstudiert wird, ist eigentlich die Spannung zwischen Norden und Süden. Die erfolgreiche Malerei der alten Niederländer am Anfang des 15. Jahrhunderts, das war die Malerei, mit der die italienischen Künstler sich auseinandersetzten, deren Stil sie kopierten und in dessen Bildwelt sie nun, die mit der Aufgabe konfrontiert waren, wie in diesen Bildräumen die antiken Bilder wieder auftauchen werden. Das ist die Spannung, die zwischen der Tafel 30 und Tafel 39 verfolgt wird. Über die Bilder, die die Medici von den Altniederländern gesammelt haben, über Karneval aus dem Norden, über die Illustrierung der Handschriften und Texte. Also in Textform waren die antiken Figuren, die antike Philosophie war die natürlich präsent. Sie hatte nur keine Bilder und Warburg verfolgt dann, wie diese Bilder entstehen, wie sie allmählich illustriert werden, auch wenn das kuriose Bilder sind. Also die Texte, die mit solchen Bildern illustriert werden, das sind meistens Ovid-Texte. Das sind die sogenannten Ovid-Moralisés. Also Ovid-Texte, die referieren, was für einen Inhalt erzählt, also was wir von Ovid kennen aus den Metamorphosen, die aber daraus natürlich eine christliche Moral ziehen, also das Ganze dann in den Kontext des christlichen Glaubens einspannen. Die Tafel 32, die zeigt uns jetzt, wie Festlichkeiten, wie Karneval, wie Tänze in Nordeuropa gefeiert wurden, wie sie in den Bildern präsent sind. Und er setzt sich da ganz bewusst in die Nachfolge von Jakob Burckhardt, der ein Historiker ist, aber sich für die Kulturgeschichte interessiert, die ihm mehr ist als die reine Kunstgeschichte. Und man kann sagen, eine Mentalitätsgeschichte ist. Und da ist auch der Ansatz, weshalb Warburg meint, dass immer das, was er Festwesen nennt, dass die Art des Ausdrucks ist oder die Art des historischen Dokuments, die am nächsten am Leben dran ist. Ob es das religiöse Ritual ist oder ob es die Theateraufführung der Renaissance ist oder der Festzug, der im 15. Jahrhundert wieder stattfindet in Imitation römischer Siegeszüge. Weil letztens die Ebene, auf der diese antikisierende Darstellung basierte, war natürlich, wie er erkannt hatte, Festkultur. Das heißt, er hat ja eine Sozialgeschichte natürlich wirklich gemacht.
Und das war natürlich eine Oberschicht, die letztlich gezwungen war, das ernst zu nehmen und nicht ernst zu nehmen, das Paganum. Deswegen auch eine ganz schwierige Beschreibung dieses Modus, in dem eigentlich diese Welt der Renaissance die Antike und die antiken Motive aufgegriffen hat, bis heute. Das ist ganz schwierig zu beschreiben. Die Tafel 32 ist sehr klar strukturiert. Wir haben auf der linken Seite lauter Frauen, höfische Damen, die umtanzt werden. Sie werden umtanzt in dieser typischen Form, dem Moreskentanz, der Morisca. Das ist ein Tanz, der sehr wild ist und auch zum Teil eben ein Schwerttanz. Der wird mit Schwertern durchgeführt. Und der Moresca, es kommt also aus dem maurischen Raum, aus Südspanien. Diese Moresca, die eine Frau umtanzt, ist auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite dieser Tafel reißen sich Frauen um eine Männerhose, der sogenannte Hosenkampf. Und dort ist also das Geschlechterverhältnis umgekehrt. Und in der Mitte der Tafel entwickelt sich erst eine Steigerung der Groteske. Da sind es Affen, die tanzen. Also eine Dürer-Zeichnung mit dem Affentanz in der Mitte. Oben der Kaufmann, der eingeschlafen ist. Das ist die arme Figur, die von dieser Gruppe von Affen um all ihr Hab und Gut gebracht wird. Das wird verteilt in dem Baum. Das ist also, da ist also das Ornament dann sozusagen der Verlust all der Güter. Aber im Zentrum, die Zeichnungen, das sind italienische Zeichnungen. Und da sieht man, wie Zeichnungen die Satyrvorstellung, die alte griechische, antike Satyrvorstellung wieder einbringen. Auf der Tafel 34 zeigt Warburg uns Beispiele von den Teppichen, die im Norden geknüpft wurden. Das ist das Medium, was auch verantwortlich ist für den Begriff Bilderfahrzeug. Denn diese Teppiche waren natürlich beweglich. Wenn man aber genau hinschaut und die 38 und die 39 zusammensieht, dann merkt man, dass in der 38 eine unglaubliche Häufung von Tondoformen auftaucht. Das sind, glaube ich, 8 oder 9 Rundbilder, die sozusagen in diese 39 reinspielen. Und hier gibt es einen ganz eindeutigen Übergang, wie Warburg auch Sprünge über diese Tafeln denkt. Und es ist auch kein Zufall, dass diese Diagonale von dem Ikarus zum Elysium, das sind keine flachen Bilder, sondern in beiden Bildern tritt sozusagen das Leben aus der dreidimensionalen Form des Halbreliefs und wird wieder verwandelt in das Gemälde, in das flache Bild sozusagen. Also auch in den Verwandlungen der Objekte, die in der Reproduktion dargestellt sind, liegt eine gewisse Spannung, die Warburg immer wieder genau ausnutzt. Ja, die Tafel 39 schließt diesen Bogen ab. Und das ist natürlich für Warburg selbst also eine besonders wichtige Station im Atlas. Die Tafel ist wiederum sehr, sehr eindeutig strukturiert, also in dem oberen Bereich der Tafel sozusagen ein Oval, wo wir von der Geburt der Venus durch diese Achillesgeschichte hindurch in das Bild der Primavera gehen. Dieses Bild der Primavera war noch gar nicht richtig gedeutet. Erst Edgar Wind beschreibt dieses Bild im Grunde genommen, wie Warburg das hier angelegt hat. Nicht? Es ist also diese Drehung, die legt er dann in das Bild hinein und kommt von dem Zephyr, von dem Wind zu der Chloris. Und das war dann die Überraschung, die Wind vorgeschlagen hat. Aber es ist eigentlich angelegt in Warburgs Tafel, dass die Chloris sich in die Flora verwandelt. Das hat man vorher nicht gesehen, dass die gleichen Figuren sind. Und diese Verwandlung sieht man in der unteren Hälfte der Tafel. Von Pallas Athena, die rationale Frauenfigur ist, auch die Leidenschaften dämpfende, abwehrende, aber sie hat immerhin einen Ölzweig in der Hand. Sie hat also ein Verhältnis zur Natur, sie ist die Erfinderin des Ölbaums. Dann in die Mitte Abundantia, also eine Herbstfigur, eine Figur der Üppigkeit. Darunter Fortuna mit der Cornupia, also mit dem Überfluss an Früchten, die geerntet wurden. Und dann auf der rechten Seite Daphne.
greift bestimmte Persönlichkeiten raus. Der Francesco Sassetti ist eine Figur, an der er zeigt, und das ist der Kern der ganzen Geschichte, die Sassetti-Tafeln 43 und 44 gelten ein bisschen als langweilig, weil man aus ihnen eigentlich die Geschichte, die er damit erzählen will, nicht unbedingt herauslesen kann. Dazu muss man auf seine Texte zurückgreifen, den berühmten Sassetti-Aufsatz von 1907, in dem er diese Idee der Polarität erklärt. Dass eine Figur, eine historische Persönlichkeit die ganze Bandbreite abdeckt. Vom rationalen Denken, modernen Denken, Rückgriff auf die Antike, bis zu dem, was er für irrational hält, was eben der devote Christ ist, der nach wie vor natürlich existiert. Und er zeigt das an den Bildern, die er der ausgesucht hat. Den devoten Sassetti, wie er vorm Altarbild kniet, vorm Jesuskind und an sein Nachleben, sein Seelenheil denkt. Aber andererseits auch schon den in Warburgs Augen aufgeklärt, also den, der wieder bewusst auf antike Vorbilder zurückgreift, der sich den selbstbewussten Römer zum Vorbild nimmt, der sich porträtieren lässt in der Kapelle, eben als devoter Christ, aber in seiner Porträtbürste als alter Römer mit Toga. Also er ist beides. Wenn wir auf dieser Metaebene oder so der Ebene der Gesamterzählung bleiben, wie spielt sich denn dieses Verhältnis oder dieses Ringen um Ordnung, dieses Assimilieren von Chaos in den Kosmos über die verschiedenen Sequenzen ab? Ich würde nicht sagen, dass es das einzige Grundthema ist. Es taucht aber beständig wieder auf. Und es wird ja auch in einem der wenigen Texte, die es gibt, wird es ja auch angedeutet, nämlich in der Einleitung, die ja bekanntlich die editorische Arbeit Ernst Gombrichs ist, der aus den Notizen Warburgs diesen Einleitungstext generiert hat. Und auch wenn also Gombrich ein Co-Autor ist, finden sich doch in der Einleitung unbedingt genuine warburgsche Konzepte. Und unter anderem spricht Warburg ja von der antichaotischen Funktion des künstlerischen, des bildnerischen Aktes. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, er spricht von der antichaotischen Funktion des künstlerischen Aktes. Und Warburg geht davon aus, dass im Schaffen eines Bildwerks der Mensch bereits ordnend auf seine Umwelt eingreift und in seine Umwelt eingreift. Und diese Thematik findet sich immer wieder über den Verlauf des Atlases. Beispielsweise in der Tafel 28-29, die eine Doppeltafel ist, in der es um Festivitäten geht, um Festlichkeiten, um Rituale, um soziale Verbände. Der zentrale Bildträger der Tafel sind die Cassone, sind die Mitgifttruhen, die in der norditalienischen Renaissance in einem Umzug vom Haus der Braut in das Haus des Bräutigams getragen wurde. Also auch hier gibt es sozusagen eine ritualisierte Form eines sozialen Verbandes, der durch die Stadt zieht. Gleichzeitig ist Zentrum dieses Umzugs ein Bildträger und die Motive dieser Bilder zeigen uns wieder andere Festivitäten, beispielsweise wie Turniere. Und Warburg deutet an in der Versammlung der Bilder, die er uns dort zeigt auf der Tafel 28-29, dass bestimmte Bildformen von dort ausgehend sich auch auf andere Zusammenhänge umlegen lassen, zum Beispiel auf Schlachtenbilder. Die Schlacht von San Romano ist dort gezeigt. Was geschieht also im Bild? Vielleicht eines der urchaotischen Momente schlechthin, der Krieg, wird eingeholt in die soziale Ordnung, wird gebändigt über das Bild. Das ist wahrscheinlich ein ganz typischer warburgischer Moment, in dem das Bild seine antichaotischen Potenziale aktiviert, um selbst die Zerstörung der Ordnung wieder ordnend einzugliedern in ein soziales und in dem Sinne dann auch kosmologisches Gefüge, weil es nämlich ein Gefüge ist, das aktiv geordnet wird von der Gemeinschaft, die sich ihre eigene Ordnung gibt. Warburg scheint, und hier gehe ich einfach von den wenigen Stichpunkten aus, die Gertrud Bing zu den einzelnen Tafeln notiert hat, Warburg scheint in dieser Tafel 48 sich mit der Selbstbefreiung des modernen Menschen
und zwar insbesondere des Kaufmanns als sozusagen paradigmatischen modernen Menschen auseinandergesetzt zu haben. Und das tut er, indem er betrachtet, welche verschiedenen Bedeutungen die Fortuna, wenn sie im Bild auftritt, haben kann. Während sie in den mittelalterlichen Bildern auftretend eben noch das unveränderbare Schicksal bedeutet, das Rad, das sich dreht, das sich nicht anhalten lässt von keinem Menschen, sondern jeder Mensch ist seinem Schicksal ausgesetzt und damit natürlich auch auf die soziale Position, in die er hineingeboren wird, beschränkt. Während das also noch, laut Warburg, die mittelalterliche Bedeutung der Fortuna ist, wenn sie im Bilde auftritt, so verändert sie sich dann im Zuge der Renaissance und wird hier zum Symbol eigentlich, sagen wir, eines Unternehmertums. Der älteste Gegenstand vielleicht, den er auf der Tafel versammelt, ist eine römische Münze, die nicht die Fortuna zeigt, sondern die römische Seegöttin. Weil die Seegöttin, die Göttin des Meeres, natürlich ganz entscheidenden Anteil an dem Glück eines Kaufmanns hat, der seine Ware über das Meer schickt. Das heißt, Fortuna und Fortune sind natürlich eines. Mit dem Porträt der Familie Maximilians inklusive seinem Enkelsohn, dem späteren Kaiser Karl V., haben wir hier eine Ebene, bei der ich mir nicht sicher bin, ob Warburg sie in all ihren möglichen Bedeutungen bereits intendiert hat oder ob das nicht ein wunderbares Beispiel, sagen wir, für die Autonomie und die Eigenmächtigkeit des Atlases selbst ist. Denn was Warburg hier ja geschaffen hat, sind Bilder auf eine ganz eigene Weise. Jede Atlastafel ist als ein eigenständiges Bild auch zu verstehen. Und als ein Bild verfügt es über dieselben Eigenmächtigkeiten wie die Bilder, die Warburg untersucht. Das heißt, wir sind in dem Sinne autorisiert, über die Intention des Autors hinauszugehen. Und im Falle von Maximilian und seiner Familie, das Bild scheint vor allem aufgenommen in diese Gruppe, weil sich an dem Hut von Karl V. natürlich einmal mehr die Fortuna-Ikonografie findet. Es geht hier aber auch um Kaufmannsfamilien und ich frage mich, inwieweit geht es hier eigentlich um die Fugger? Und die Fugger als Kaufleute, die entscheidende wirtschaftliche Kraft waren für das habsburgische Kaisertum und die auch die entscheidende wirtschaftliche Kraft waren für dann einen habsburgischen Kolonialismus, um es so zu sagen. Und daran könnte man vielleicht in dem Moment auch erinnern, dass die Fugger natürlich auch Teil einer deutschen Geschichte sind und die Fugger ein unbedingt wichtiges Beispiel, um sich klarzumachen, dass sich auch der deutsche Anteil an einer Kolonialgeschichte nicht auf die vergleichsweise kurze deutsche Kolonialzeit beschränken lässt, sondern er reicht auch bis in das 16. Jahrhundert zurück. Warburg ist der Bürger schlechthin. Also das heißt, die bürgerliche Familie, die Bankiersfamilie auch, die Bürger der Stadt Hamburg gewesen ist und natürlich auch als Bürgertum und als Bürger zum Beispiel die Universität mitgestiftet hat. Also wenn man das Wort Bürger auf jemanden anwenden will oder wollte, dann sicherlich auf A.B. Warburg und seine Familie. Das ist altes Stadtbürgertum, das ist quasi die Schicht, aus der das Bürgertum und die Mittelschicht bis heute entstanden ist. Und diese Schicht beschäftigt sich mit ihrer eigenen Vorgeschichte und mit dem, was in der Moderne liberal sein kann, beziehungsweise was die Gefahren der Moderne auch sind. Als alter westlicher Marxist hätte man ja gesagt, und hätte man auch eine Interpretation schreiben müssen, dass es hier um bürgerliche Mythologie geht. Und bei diesem Bild von Manet ist es am stärksten, weil es ja eine bürgerliche Kultur ist, die dann Antike spielt. Das ist aber der Grundvorgang im gewissen Sinne der Moderne, schon in der Französischen Revolution. Die bürgerliche Revolution, wenn sie das gewesen wäre, die des Dritten Standes, ist die, die gleichzeitig eine republikanische Mythologie schafft aus der Antike und dadurch letzten Endes alles auf einmal schafft. Wie wir wissen, das Museum, die Museumskultur, die republikanische Kultur, die Demokratie, die Nationalarmee, den modernen Imperialismus, alles das ist ja dann in der Französischen Revolution entstanden und natürlich auch rechts und links. Das heißt, diese bürgerliche Mythologie, wie man das früher genannt hätte, ist ja weiterhin Bestand unserer Überlieferung. Es sind nur zwei Dinge passiert seit 1989,
Nämlich genau diese beiden Wörter sind verschwunden. Das Wort Mythologie ist verschwunden, was hier unausweichlich ist, und das Wort bürgerlich. Und natürlich die Kombination. Also drei Dinge sind verschwunden. Das eine ist das, was er immer als Polarität bezeichnet. Der Mensch ist ständig bedroht, sozusagen sein rationales Denken zu verlieren. Er hat ja das große Beispiel des Ersten Weltkriegs. Das ist eine aufgeklärte Gesellschaft. Man ist im 20. Jahrhundert angekommen. Man hat das moderne Weltbild, man hat die modernen Wissenschaften. Aber trotzdem in einer, und da kommen wir wieder zum Stichwort Angst, in einer Situation, die als Bedrohung empfunden wird für das Individuum, erblüht die Rationalität, der sogenannte Kriegsaberglauben. Und dafür findet er zahlreiche Beispiele. Er sammelt Zeitungsausschnitte im Ersten Weltkrieg. Und das ist ein Problem, was er sehr klar erkennt, weil er es auch an sich selber beobachtet. Jetzt muss man dazu sagen, Warburg hatte Angst. Und Warburg hatte am meisten Angst vor Magie. Das ist letztendlich der Komplex, in dem alles das, was er hasste, quasi zusammengefasst wird. Determinismus, etwas, das man nicht kontrollieren kann, etwas, das wörtlich genommen wird, das blutig ist und so weiter und so weiter. Angst ist immer auch, wie wir sehen, auch in Warburg natürlich Angst vor der Angst. Also der Zustand der Angst selber löst die Angst aus, dass er eintreten könnte. Deswegen in dieser Polarität gibt es immer dann diese Auffassung, dass das Primitive in Angst lebt oder dass es eine Mitte gibt, in der diese Angst neutralisiert werden kann durch, in diesem Fall auch Kunst. Und dass auf der anderen Seite des Pendels schon wieder eine Zerstörung wartet, die einen in Angst stürzen würde und auch in Angst gestürzt hat. Also dass das quasi dass man sich in der Mitte erhält. Das ist natürlich auch ein liberales Weltbild. Im Grunde ist er Kulturprotestant. Das heißt, er fällt aus einer jüdischen Familie auch raus, ganz bewusst und auch als Gegenwehr. Und dann gibt es eine Analyse dessen, was er sich vorgestellt hat, dass die Einheit von Protestantismus und Aufklärung ist, das, was deutsche Kultur eigentlich ausgemacht hat bis zu einem bestimmten Punkt, auch als Kulturprotestantismus, dass er erkennt, Luther war gar kein Aufklärer, sondern er war wirklich sternengläubig an seinem Horoskop. Und dieses Verhängnis, das nicht mit Luther beginnt, das natürlich aber im 16. Jahrhundert ganz klar als apokalyptischer Glaube den Protestantismus gefördert hat, ist was ganz anderes, als was die Moderne sich darunter vorgestellt hat. Das ist die entscheidende Schrift im Grunde über Luther. Ja, weil der Kulturprotestantismus basierte ja darauf, so wie auch die Sozialdemokratie, dass unsere Sache allzeit, alltag besser wird. Das heißt, die Aufklärung und der Protestantismus haben sich verbündet im 18. Jahrhundert und haben eine Illusion erzeugt. Auch die Illusion, dass der Katholizismus natürlich heidnisch, renaissancemäßig und so weiter das Gegenbild ist, das letztendlich ins Mittelalter zurückreicht und die christliche Mythologie ausgemacht hat. Dann muss man erkennen, okay, der Protestantismus des 16. Jahrhunderts ist gar nichts anderes gewesen als Renaissance. Er ist auch sternengläubig gewesen im ganz anderen Maße und er war apokalyptisch, das heißt, man hat sich auf das Ende der Welt vorbereitet und damit gerechnet, dass das Ende der Welt beschleunigt wird durch den Protestantismus. Er stößt auf all diese Sachen dann in den Quellen, er kann ihm nicht entweichen und dadurch bricht natürlich in gewissen Teilen auch sein Weltbild zusammen. Er rettet sich dann durch diese Dichotomien, indem er dann immer abweist, das eine war Aberglaube, das andere ist Aufklärung, das eine ist Magie, das andere ist dann eben Bild und Schönheit. Und Abi Warburgs Unternehmen handelt ja letztendlich davon, dass in der Mitte des Bildes, etwas ist, das gleichzeitig gefährlich und Liberalität ermöglichend ist. Das ist an diese ganze Pendelfigur, die er immer wieder durchspielt. Das Bild kommt aus der Gefahr und es geht wieder in die Gefahr. Die eine Gefahr ist die des religiösen Lebens, das Juden natürlich, wie wir wissen, in Europa verfolgt hat. Und zwar auch aufgrund des christlichen Mythos. Und auf der anderen Seite ist es die Gefahr des modernen Lebens, dass das alles das, was Besinnung ausmacht, Sophrosyne, verschwindet. Denn das ist eigentlich das, worauf es hier ankommt, beziehungsweise das natürlich, was Warburg auch anstrebt. Nemosyne ist letztendlich der billigere Effekt, nämlich, dass man sagt, es geht um eine Erinnerung. Aber die Erinnerung führt ja eigentlich nicht ins Nichts. Sie erinnert ja nicht an was Bestimmtes, sondern sie erinnert daran, dass es diese Figur gibt, die das Bild aus dem Kult, so wie Warburg sich das vorstellt, auch aus dem Aberglauben schafft und dann in den modernen Aberglauben wieder mündet. Der moderne Aberglaube war da, der war im Kaiserreich da, ganz stark zum Beispiel in den Ritualmordprozessen, die in den preußischen Provinzen stattgefunden hat, dann natürlich im Antisemitismus, der entstanden ist, auch hier in Berlin. Und er führt ja, wie wir wissen, dann in das deutsche Verhängnis. Das heißt, diese Gefahr, die ist tatsächlich auch schon alles in allem, muss man sagen, in Warburg ganz klar erkannt.
Das heißt, dieser Zusammenbruch 1919, sein psychischer Zusammenbruch, hängt schon damit zusammen, dass er sieht, dass das deutsche Bürgertum untergeht, was auch der große Mythos der Weimarer Republik sein wird. Und dass das letzten Endes ein irreversibler Schritt ist, in der auch die Souveränitätsfrage neu gestellt wird. Also was ihm besonders wichtig war an diesem Ereignis war, das ist die Tatsache, dass eine hochsymbolische Figur und eine ehemals mächtige Figur, nämlich der Papst, auf Macht verzichtet hatte. Das hat ihn sehr beeindruckt. Also das Zusammenkommen einer extrem alten und symbolischen Figur, Oberhaupt der christlichen Kirche, mit diesem Rückzug aus der Macht. Das ist also gewissermaßen eine rein symbolische Funktion übernimmt. Dieses Ereignis setzt sich jetzt in der Tafel 79 noch einmal fort, wird noch mal rekapituliert. Es geht dann um die eucharistische Prozession, die im Sommer 1929 erstmals in Rom wieder stattfand. Und diese Prozession wird gewissermaßen durch die Mitte der Tafel geführt in Fotos. Und auf der linken Seite sehen wir dann etwa 1000 Jahre Kunstgeschichte. Der Stuhl des Vatikans, also der Heilige Stuhl, die Entstehung dieses Stuhls, die Bedeutung dieses Stuhls in Raphaels Gemälde in den Stanzen und dann die Bedeutung der Oblate von dem Bild von Botticelli, also das letzte Sakrament des Hieronymus, bis hin zur Funktion der Oblate in der antijüdischen Propaganda, in der antisemitischen Propaganda, die Hostienschändung. Und das wird verbunden mit dem Wechsel der Figur, der großen Figur des Papstes in die Medien, wie er jetzt einerseits über den Petersplatz getragen wird im Heiligen Stuhl gewissermaßen. Das ist natürlich nicht mehr der alte Heilige Stuhl, der ist längst zu einer Reliquie geworden. Und diese Zeitungsseite ist dann ein eigener kleiner Bilderatlas, den Warburg auch selbst kommentiert hat. Die letzte Bildtafel von Warburg endet ja in Rom mit den Lateranverträgen. Sie zeigt auch den Hostienfrevel als Motiv, das heißt, sie geht auch ein auf indirekt quasi auf die Ritualmordprozesse, die es in Deutschland schon gegeben hat, also für den Antisemitismus, also auf den Nukleus, in dem die Gewaltgeschichte der Christen sich vielleicht noch einmal gegen die Juden wenden wird und auch schon wendet im Laufe des 19. Jahrhunderts. Denn Pogrome, Tumulte und antisemitische Ausschreitungen haben nie aufgehört seit der Französischen Revolution. Sie haben zum Beispiel die Französische Revolution begleitet, die von 1848 auch. Das heißt, in allen populären Erhebungen gab es latent antisemitische Elemente in Europa. Deswegen, das sehe ich als zweischneidig, auch auf diesen letzten Panels, wie das Gewaltmotiv quasi nochmal sich zuspitzt. Aber in der Zeit natürlich dieser späten 20er Jahre, in dieser brüchigen Gesellschaft, auch in diesem brüchigen Europa, und dann schon mit dem Faschismus auf der anderen Seite, hat es natürlich alle Berechtigung der Welt. Mir hat das sehr gefallen, dass in der Ausstellungsbesprechung in der Süddeutschen, dass der Autor den Vergleich mit den Demonstrationen, den Anti-Corona-Demonstrationen zieht. Da wird Warburg greifbar, ja. Da wird die Idee, dass alles, was erreicht worden ist im Sinne der Aufklärung, ganz schnell wieder verschwinden kann, ja. Dass auf einmal wieder sozusagen Raum für irrationale, für Verschwörungstheorien oder irrationale Ansätze der Welterklärung gegeben ist. Und das sieht Warburg in seiner Gegenwart, in der zum Beispiel eben ganz speziell im Antisemitismus, der nie ausgerottet wird, zu dem er sich nie öffentlich äußert, das bleibt alles in privaten Papieren, weil es zu heiß ist sozusagen. Er als Jude hat es sein Leben lang erlebt. Er hatte Angst davor, vor dem Konflikt zu versuchen, überhaupt in die deutsche Wissenschaft aufgenommen zu werden als Universitätslehrer. Und
Er beobachtet es sozusagen international, dieses Phänomen, und sieht es sozusagen als ein Kontinuum der Irrationalität, die aber auch was Bedrohliches hat, ganz, ganz persönlich. Das führt ja quasi unmittelbar zurück in die Welt von Versailles, von Warburg selber von 1923. Mit anderen Worten, nichts ist verschwunden, nichts ist Vergangenheit. Man könnte auch sagen, alle Wunden der Vergangenheit sind ja weiterhin da, mit denen Warburg im Sanatorium gesessen hat. Wenn wir uns jetzt angucken, dass es den Reichstag noch gibt, den deutschen Volke, und die Idee, dass man dem deutschen Volke, dass das deutsche Volk da hingehen kann, in Gestalt von diesen 400, 500 Leuten, die die Barrieren durchbrechen und dann auf drei Polizisten stoßen, die mit Händen und Füßen sich gerade abwehren müssen, bis sie dann zurückkommen. Das ist lächerlich letztendlich als Ikonografie, aber als Ikonografie der Bundesrepublik wird es natürlich jetzt einfach vorhanden sein. Ne? Das ist ein ikonografischer Moment, mehr als alles andere. Wir stellen also fest, dieser Wahnsinn, der sich da ereignet hat, der natürlich total lächerlich ist, aber natürlich in allen Einzelheiten total stimmig, stimmt auch mit dem überein, was für Warburg der Zusammenbruch des Kaiserreichs gewesen ist. Der Verlust der bürgerlichen Ordnung, der Verlust einer herrschenden Schicht, die Liberale natürlich gewesen ist, ne? Die Liberalen, die Macht verlieren. Was ja auch die Analyse von Hobsbawm ist übrigens natürlich des 19. Jahrhunderts und des ganzen europäischen 19. Jahrhunderts, dass die Liberalen, die ihre Werte durchsetzen in dieser Gesellschaft, am Ende verlieren politisch. Das ist das, was Warburg quasi ja letzten Endes erlebt hat mit seiner Familie und natürlich auch mit diesen politischen Ansichten, die nicht unsere sind. Er war ja nur beileibe kein Sozialist, er war Monarchist und ein Nationalliberaler.